Ein Klassiker, der gute Umgangsformen braucht und aus verständlichen Gründen ein wenig Verständnis für Zahlen. Hey! Hallo, mein Name ist Dorothea Scheele, ich bin 21 Jahre alt. Ich bin Anna Tiede, bin 21 Jahre alt und mache meine Ausbildung bei der Hübe Vereinsbank. Und das ist unsere Bank. Eines wollen wir nicht vergessen, ein gepflegtes Erscheinungsbild ist notwendig. Es geht hier um eine Dienstleistung, die mit unserem Besten hantiert, unserem Geld. Wenn ich meine E-Mails gelesen habe, gucke ich mir die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten an, um im Kundengespräch auch mitreden zu können. Ein Realschulabschluss wird wenigstens verlangt. Viele Auszubildende haben aber auch Abitur. Es gibt viele Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung und angehende Führungskräfte kommen kaum an einem Studium vorbei. Ich gehe jetzt zu meinem Schreibtisch. Hoffentlich ist die neue Bilanz angekommen. Ich muss nämlich ein Kundengespräch vorbereiten und möchte gerne einen Kredit vergeben. Ich gehe an den Schalter und später auch an den Tresor. Der Service am Kunden kann sehr unterschiedlich aussehen und beschränkt sich nicht auf den Dienst am Schalter. Ich arbeite hier im Firmenkundenbereich. Das heißt, wir betreuen große Unternehmen und helfen ihnen, Geld zu bekommen. Wir leihen ihnen Geld, damit sie sich Immobilien leisten können oder Maschinen. Bankkaufleute müssen Vertrauen erwecken und seriös sein. Nicht umsonst wurden sie früher allgemein als Bankbeamte bezeichnet. Ich habe mir jetzt gerade die neue Bilanz angeguckt und mir ein paar Notizen dazu gemacht. Und die ist quasi Grundlage dafür, dass wir einen ganz wichtigen Kredit an unseren Kunden vergeben können. Und deswegen werde ich das gleich einmal mit meiner Ausbildungsleiterin besprechen. Wer mit seiner Bank verhandelt, verhandelt meist für seine Verhältnisse um viel. Es geht um verlässliche Spielregeln, die es penibel einzuhalten geht. Und das immer sehr freundlich. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? So würde ich einen Kunden begrüßen, der zu mir an den Schalter kommt. Guten Tag, kann ich für Sie tun? Ich würde gerne Dauerauftrag ändern. Ja, natürlich. Hier am Schalter ist es die Hauptaufgabe, den Kunden zu helfen. Zum Beispiel bei Überweisungen, bei Scheckeinreichungen, Inland-Ausland-Überweisungen. Der Beruf kann sehr vielseitig sein. Bankkaufleute arbeiten in den verschiedensten Abteilungen. In der Kreditbearbeitung, in Wertpapierabteilung, im Rechnungswesen und Controlling. Ich habe 3 Praktika gemacht und das hat mir so gut gefallen, dass ich mich entschieden habe, in der Bank zu bleiben und dort auch meine Ausbildung zu machen. Für mich war es von Anfang an wichtig, dass ich den Kundenkontakt habe und ich wollte irgendwie was Sicheres machen, wo ich auch schon mal Geld verdiene. Okay, in der Ausbildung wird tatsächlich ausgesprochen gut bezahlt. Das sollte aber nicht der einzige Grund für die Berufswahl sein. Ich habe mir die Bilanz jetzt angeguckt. Mhm. Ich glaube, die haben sie das. Okay. Wollen wir uns das mal gemeinsam anschauen? Sie können sich ja hier anmelden und dann gucken wir mal rein. Okay. Ich dachte immer, als ich Abitur gemacht habe, dass ich auch irgendwie gerne studieren möchte. Und dann habe ich mich halt mal informiert, was es da für Möglichkeiten gibt, in Kombination mit dieser Bankausbildung. Und dann bin ich halt zum dualen Studium gekommen. Das heißt, die haben investiert. Mhm. Und wenn man sich dann den Jahresüberschuss anguckt, schlag einfach mal vor, dass sie ihren Kunden jetzt anrufen. Und ansonsten führen wir möglichst viele Gespräche. Bei uns dauern die Gespräche sehr lange. Also so ein Gespräch kann auch mal 3-4 Stunden dauern. Hallo, hier ist die Hübe Vereinsbank in Hamburg. Und gerne fahren wir zu unseren Kunden und schauen uns dann richtig das Unternehmen an. Das ist sehr interessant und macht wirklich Spaß. Dorothea macht ein duales Studium bei der Bank. Das ist keine Lehre, aber in der Branche ein sehr üblicher und ratsamer Weg. Dankeschön. Bitteschön. Um die Privatsphäre des Kunden zu wahren, müssen wir den Tresorraum verlassen. Banken sind konservativ und manches braucht Zeit, um sich durchzusetzen. Ich würde sagen, Männer und Frauen sind in diesem Beruf gleichberechtigt und die Bezahlung ist auch gut. In der Führungsebene haben wir immer noch viel zu viele Männer und viel zu wenig Frauen. Ja, das können wir ja ändern, dann gehen wir in die Führungsebene. Ja, dafür sind wir ja da, oder? Frauenpower in den Banken, wir glauben fest daran.